Hallöchen, meine Freunde, Nacht und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von X-Rebirth. So, Drohnenverkäufer. Nein, was haben wir vor? Ich bin mal ganz eben wieder zurück zu Splitter geflogen, weil hier gibt es ja diese Kleinschiffhändler. Und wir kaufen uns ein Schiff. So, ich habe nämlich keinen Bock, Großgeld auszugeben für große Schiffe. Aus dem Grund kaufen wir uns, ich sag mal, einen davon. Das wird ein Energietransporter, der die Station, also unsere Station, erstmal mit Energiezellen versorgen wird. Das wird also eine ganze Weile lang dauern, weil diese Schiffe ja über keinen Sprungantrieb verfügen. Ist mir aber erstmal Wumpe. Wie viele wollen Sie kaufen? Einer sollte reichen. Eine vorzügliche Wahl, mein Herr. Ich hätte gerne noch mehr gekauft, was problemlos, wenn man die nicht anfunkt, sondern über das Menü geht, kann man das nicht einstellen. Jetzt suche ich hier den Schiffe, die wir für Sie bauen können. Eistransporter. Betaver ist ein einfaches Bergbauschiff, das für die Verwendung von Bergbaudrohnen. Plasma. Die Dwarlin ist ein einfaches Bergbauschiff, die für die Verwendung von Bergbaudrohnen zum Schürfen von Eisenerzen konzipiert ist. Verfügt auch über einen Bergbaubohrer. Kanntes Massengut, aber steht Eisenerz. Okay. Die Hymir ist ein einfaches Bergbau. Hymir. Das für die Verwendung von Flüssigkeiten und bla bla bla. Nuduk. Nudung ist ein einfaches Bergbauschiff, das für die Verwendung von Bergbaudrohnen Gase. Zum Sammeln von Gasen konzipiert ist. Hauptsächlich Wasserstoff und andere leichte Technik. Ist das denn doch die Dwalin? Die Dwalin ist ein einfaches Bergbauschiff, die für die Verwendung von Bergbaudrohnen zum Schürfen von Eisenerzen konzipiert ist. Sie verfügt auch über einen Bergbau-Bohrlaser, aber keine schiffsinternen Verarbeitungsanlagen für das. Nee. Die Betaver ist ein einfaches Bergbauschiff, das für die Verwendung von Bergbaudrohnen zum Schürfen von Mineralien in ihrem ionisierten oder Plasmazustand konzipiert ist. Ja, das ist Ion. Jetzt finde ich aber ganz ehrlich. Ein einfaches Bergbauschiff, das für die Verwendung von Bergbaudrohnen zum Sammeln von Flüssigkeiten oder Gasen, die sich im festen Aggregat. Ah, Eis. Da ist es doch. Das ist es doch. So, davon, die Hymir. Kauft bei uns aber direkt zwei Stück. Weil zwei Stück sind, kosten fast genauso viel wie der Energietransporter von der Gigurum. Kaufen. Pro Schiff, was gibt's denn hier? Rohstoffförderung. Tagebau MK. Ach, Ansehen ist gestiegen. MK1 reicht. Wir kaufen aber direkt 3 pro Schiff. Menge 3 pro Schiff. Kaufen, also muss man das Ganze dann mal 2 rechnen, ne, vom Preis her. Die großen kaufen wir nicht. Scheißegal, brauchen wir nicht. Kaufen. Vorzügliche Wahl, mein Herr. So, haben wir sie. Ich hoffe natürlich drauf, damit hier noch jemand quasselt, weil da hinten gibt es einen Marineoffizier, um einfach mal abzuchecken, wie gut der ist. Aber so lange gehen wir in eigenem Besitz. Gigurum Energie, genau. Guten Tag. Ich rufen, neuer Vorgesetzter, Vorgesetzter aus Liste, Aufgabe. Station, die Liste. Wählen. Wir dieses Schiff zu. Dem Manager natürlich. Nun durch. Ja. Ich werde dieses Schiff entsprechend meiner vorherigen Befehle nutzen. So, dann brauchen wir noch die Hymir. Genau. Rufen. Wie können wir gemeinsam Profite machen? Vorgesetzten zuweisen, aus der Liste. Liste. Wählen, den Manager wählen. Bla bla. Das kann man leider nicht abbrechen. Stelle dich nun durch. Da geht nicht. Ich werde muss man halt zuhören. So, jetzt fehlt uns aber noch eine zweite, oder? Ich glaube, es ist eine Hymir. Habe ich nicht zwei gekauft? Büpp. Schauen wir noch mal rein. Das ist die falsche Taste. Wo ist denn meine zweite Hymir? Hallo? Ich habe zwei gekauft. Wo ist sie hin? Na egal, die kommt schon noch. So, jetzt müssen wir uns hier hoffen. Es gibt keine Profite mit Xenon-Technologie. Gibt Danke! Es etwas, womit ich Ihnen genau das wollten wir. Unsere Geschäfte ein Schmaltalk. Etwas schleppend. Ja. Angst vor den Xenon-Bauteilen. Es gibt eine Vielzahl von Gefahr und Feuer und so.
Nun ja, man kann nicht abstreiten, dass die Xenon noch immer eine der größten Gefahren im bekannten Universum sind. Hören Sie nicht da auf. Ja, spiel mit Feuer. Mir etwas Interessantes. Zack. Xenon-Technologie einzusetzen ist wie das Spielen mit dem Feuer in der Nähe eines Treibstofftanks. Keine gute Idee. Ein Feuer zu bändigen ist ein Kinderspiel verglichen mit einem außer Kontrolle geratenen Xenon-Virus. Als ob er ein Loch im Kopf hätte. Ich fand unser Gespräch sehr anregend. Mit Ihnen möchte ich gerne weiter Geschäfte machen. Ja, ich hätte gerne... Helfen. Nee, Gegenstand kriegst du nicht. Ich suche nach einem Bewerber für die Skunk, und zwar eine Marineoffizier. Kennst du da zufällig jemanden? Einigen guten Fachkräften, die Sie anwerben können. Sie könnten es schlechter ja, haben. Ja, ja, genau. Lass mich raten. Was für ein Wunder. Hier steht ja einer. Hey, mein Freund. Zeigen Sie mir bitte. Zeig mal deine Fähigkeiten. Endererfahrung, Max-Level, Führung auch Max-Level, Moral ist kacke, aber scheiß drauf. Ich habe es heute noch nicht rausgekriegt, wofür die Moral genau da ist. Ist mir aber egal, es geht um Führung und Endererfahrung. Junger Mann, ich möchte Sie gerne anheuern. Was kosten Sie? 33.000! Her damit! Sie werden meine Anstellung nicht bereuen. Ja, geh mal an Bord. Und dann gucken wir, ob wir für dich gleich noch ein paar Soldatis rekrutieren können. Zufälligerweise ist auch ein Rekrutierungsoffizier hier. Ich brauche ein paar Marineleute. Du hast nur 24. Ja, egal. Ich will Infanteristen anheuern. Nehmen wir alle. Ist was ein bisschen teurer bei dir, aber zack, gib mir her den Schwung. Sind wir hier jetzt fertig mit Zeug anstarren? Ja, ja, ich habe auch gekauft halt zum Maul. Verdammt, diese elenden Teladi-Echsen treiben. Toll, jetzt quatscht er natürlich. Wahnsinn. Kapitän. Das war's eigentlich. Mehr brauchen wir nicht. Jetzt haben wir erstmal 24 Marineoffiziere, ein Marineoffizier und 24 Rekruten wieder an Bord. So, was wollte. Achso, genau. Was ich noch zeigen wollte, wir bleiben jetzt einfach mal hier stehen, ist ja uninteressant, und zwar, wenn wir in die Verwaltung mein Eigentum reingehen, fehlt uns immer noch eine Hymie, wieso auch immer, da müssen wir vielleicht noch eine kaufen, und dann hier in die Station-Detail reingehen, in den Manager-Details reingehen, können wir nämlich festlegen, hier Handel blockieren für andere Fraktionen, habe ich erstmal gesagt, ja, komplett sperren, sprich, unser Manager kauft nicht direkt an der Station. Sprich, die Station sagt nicht, liefer mich oder beliefer mich bitte mit Energiezellen und oder Eis. Das kann man auch einzeln ausstellen. Man kann auch ausstellen, die Produkte, die es hier zu kaufen gibt, verkaufe ich an der Station aber nicht. So soll es auch sein. Er soll erstmal ja nichts ausgeben an der Kohle, die er hat. Er soll die Schiffe wegschicken, die er hat. Da war das ja gekriegt. Preishandelsangebote verwalten kann man auch. Jetzt kann man zum Beispiel, wenn man denn den Handel nicht blockiert hätte, festlegen, Kaufpreis, für wie viel maximal Energiezellen gekauft werden sollen. Ne, 8, vergiss es. Sagen wir mal für 4. Und für wie maximal Eis gekauft werden soll und für wie viel mindestens Wasser verkauft werden soll. So. Liegt aber... Ja, sagen wir mal Energiezellen. Ich glaube, wenn wir jetzt zurück... Boom, hat's gemacht. Jetzt zurückgehen, Details. Genau, hier ist alles gesperrt. Hier kann eh keiner einkaufen bei uns, deswegen ist es egal. Handelsdrohnen automatisch wieder auffüllen. Was sind Handelsdrohnen? Ändern? Ja, nein. Das machen wir selber. Genau, kontrollierende Schiffe. Details. Eine Hymie, eine Flüssigkeit zum Verkauf. So, hier sammelt gerade Ressourcen im leeren Raum, das Ding ist also quasi gerade unterwegs. Die ist handelt mit Stationen, Anreicherungsanlage, sprich, die verkauft denn wohl angeblich unsere, aber eigentlich hat die gerade gar nichts zu tun. Ich glaube eher, die liegen da gelangweilt bei uns an der Station rum. Können wir mal gucken, wo sie sich aufhalten. Irgendwo im leeren Raum. Details. Splitter. Gut, fliegt also nur nach Hause zurück. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch eine, die Eis... Aber lassen wir erstmal bei einer, die Eis sammelt. Ich bin mir zwar sicher, wir haben zwei gekauft, aber werde ich dann sehen. So, erforderliches Budget. Aktuell, so, jetzt kriegst du erstmal Budget. 200.000 willst du haben, ja komm. Kriegst was mehr, kriegst hier das da auf 0. So, ja, so dicht wie möglich an 700.000. Zack.
Hat sie Geld überwiesen bekommen? Erforderlich braucht sie, also die Station hier, höchste Budget hat sie. Das heißt, damit kann sie erstmal anfangen, Energiezellen einzukaufen. Und dann, wenn sie produziert, also mehr braucht sie ja nicht. Die kauft ja nur Energiezellen ein. Eis wird ja nicht eingekauft. Das Eis machen wir ja selbst. Beziehungsweise sammeln es ja selbst hier mit ihr hier. Können wir aber doch nochmal verweitern. So, Verteidigungsoffizier brauchen wir noch und 5 Rachtdrohnen. Sprich, wir könnten mal unsere Gigurum. Wo ist sie denn? Das war falsch. Schiff. Die Rahanas. Handelsangebot. Containerware sind Lasten-URVs zufälligerweise. Ja, sind sie. Sollst sie aber einkaufen. Lasten-UAVs. Ah, die gibt's nur bei den Teladis. Da sollst du aber nicht hin. Was machen wir denn da? Ja, dann lassen wir es erstmal so. Hat die Station halt keine Lasten-UAVs. Habe ich die vergessen beim... Nee, beim Bau kann man das ja gar nicht machen. Das Konstruktionsschiff könnte noch welche haben. Da könnte man eventuell noch ein bisschen rumschieben. Das wäre die einzige Möglichkeit. Die Fetthelm. Was hast denn du noch im Lager drinne? Nichts weiter, außer Sprungzellen. Ja gut, was machst du gerade? Langweilt sich gerade in Splitter zu Tode. Rufen, neue Befehle, sammle Ressourcen. Du gehst wieder nach da unten. Wähle die Ressource, zack, die du sammeln und möchtest. Sammelst wieder Erz Kapitän, ein. Wir wollen ein paar Asteroiden abbauen. Verstanden. Danke. Dann ist die mich wieder beschäftigt aus der Schusslinie. Und die Container hat gerade nichts zu tun. Ja gut, dann geben wir ihr was zu tun. Handelsaufträge. Jetzt haben wir hier bloß die Feldherren und die Rahanas drin. Logisch, weil die kleine Gigurum Flüssigkeit ist ja jetzt nicht mehr, gehört nicht mehr zu uns. Die ist ja der Station zugeteilt. Deswegen können wir die aktuell nicht steuern. Will ich auch gar nicht, wenn es darum geht. So, guck mal nach dem besten Verkaufspreis für irgendwas. Fusionsreaktoren. Okay, kaufe ich ja selber an. Ist also für mich erstmal uninteressant. Guter Preis gibt es für biooptische Fasern. 9700 plus 7. Biooptische Fasern. Ja, kaufen wir alle. Wie viel? Auftrag alle. Bestätigt. Verkaufen. Yep. Nächste. Gibt es was plus 42.000, aber ist egal. Haben wir erstmal Geld. Sind auf dem Weg. Zack, zack. Nur ein autorisierter Routinescan. Ja, ja, autorisierte Routinescans. Nichts zu melden. Ich weiß. Sie Ihre Reise fort. Mach du mal. Wir schauen mal, wie weit unser Konstruktionsschiff ist mit seinem Einkauf. Das ist so leider so ein bisschen hin und her gehüpft jetzt am Anfang, weil wir ständig schauen müssen, was macht unser Konstruktionsschiff, was macht unsere Station, haben sie alles das, was sie brauchen. Ja, wie wir sehen, die sind reichlich besucht aktuell wegen des Bauauftrages. Für die Schüssel. Ach ja, wir haben ja eine von den Schildrohnen verloren. Weiß der Geier wo? Und dann ist gerade einer weggesprungen. Hat man da gerade kurz aufblitzen sehen? Komm, lad mal meine Schilder auf. Und dann schauen wir mal, vielleicht sehen wir ja schon den Baubeginn. Aber ich glaube, die Fusionsreaktoren fehlen halt noch. Deswegen sehen wir hier noch nichts. Oder doch, doch, da könnte was sein. Das... Entweder eine Störung im Bild. Oder das ist wirklich was. Hui. Baut das Ding sich jetzt da ran, wo ich dachte, dass die sich weiter verbaut? Weiter rausbaut? Also da beginnt zumindest der Bau der Schüsseln. Man sieht schon das grobe Gerüst fürs Radar. Ja, und der Verkehr ist auch schon umgelenkt.
Hier sieht man's. Ach, da ist die Schüssel hier angedockt, oder was? Ja, irgendwie muss sie ja verbunden sein, ne? Also die ist ja irgendwie, ich glaube, auch mit so einer Zolltech-Brücke sind die verbunden. Aber die sehe ich nicht. Die Verbindungslinie sehe ich nicht. Unser Konstruktionsschiff hat, glaube ich, schon alle Vorräte dieses... Nee, hat's nicht. Irgendwas fehlt. Wahrscheinlich fehlen doch die Fusionsreaktoren. Sieht man ja immer, wenn ein Undock-Slot noch da ist. Wenn man draufklickt, ja, die Fusionsreaktoren fehlen halt noch immer. Soll's einkaufen. Irgendwer kommt schon und gibt uns die. Aber doch schon arg weit weg, ne, die Schüssel. Ja, wir müssen mal gucken, wo sie sich andockt. Station ist noch nicht am Produzieren. Sieht man auch immer dadurch, dass sich hier nichts bewegt. An der Kondensatoranlage. Aber das wird schon. Hoffe ich zumindest. Dass das schon irgendwie wird. Es kann natürlich sein, dass das der Andockspot ist für die... fürs Radar. Aber dann bauen wir den ganzen Plumperquatsch, wenn wir den verlängern. Auf jeden Fall hier ran. Kommt hier auch bloß eine kleine Zolldeckbrücke oder irgendwie sowas dazwischen? Also hier so ran. Da so. Und dann kommt das direkt einmal per Copy-Paste nochmal daneben geflanscht. Und die Dinger für die Eisproduktion, das sind ja diese komischen drehenden Spitzen, die hier noch rangesetzt werden. Da wird ja hier noch was rangeflanscht. So, jetzt bin ich auch mal gespannt. Was hast du denn da für einen Auftrag? Sucht nur nach einem Handelsauftrag. Was machst du? Gigurum Container sucht auch nur nach einem Handelsauftrag. Wer bist du? Auch auf der Suche nach Handelsaufträgen. Ich sehe aber gerade nicht, wo unser Eissammler rumfliegt, weil meine Hoffnung war eigentlich, dass die hier sich nicht außerhalb dieser Zone rumtreibt. Fliegt bis nach Frostkreis. Das ist natürlich Kacke. Hatte ich nämlich nicht gehofft. Also ich hatte eigentlich gehofft, dass die innerhalb des Bereiches hier bleibt. Und hier ihre Sachen einkauft. Also schürft. Weil Eis gibt's hier ja. Das ist natürlich nicht ganz das, was ich gehabt haben wollen hätte tun. Ja, das Radar bauen wir gerade, denn ist die Mission auch erfüllt. Die Frachtdrohnen, muss ich noch gucken, wie ich die Lasten-UVs hier herkriege. Vielleicht klaue ich ein paar beim Konstruktionsschiff. Aber das Konstruktionsschiff kann, glaube ich, keine abgeben per Warentransfer, oder? Können wir mal ganz kurz schauen. Bremsen! Danke. Rufen. Kurz Stopp. Shift-Details anzeigen? Nein. Handelsangebote? Achso, ja, hier allgemeine Handelsangebote. Ja, ja. Okay, zurück. Techniker repariert. Architekt, Verteidigungsoffizier verteidigt. Nein, tut er nicht. Er soll ändern. Feinde angreifen, verteidigen, Feinde angreifen. Da kann man nichts ändern. Kriegt keine Schiffe zur Kontrolle, weil dann würde er die auch losschicken. Uns fehlen noch... Steht hier leider nicht. Schade. Die Anzahl an Fusionszellen steht hier leider nicht, die sie benötigen. Kapitän. Details, automatisch nachtanken, kontrollierende Schiffe, nein. Rufen. Wie kann ich helfen? Ne, da kann ich auch Architekten rufen. Es freut mich sehr, Ihnen helfen zu dürfen. Profil zeigen, Ressourcen, Stand anzeigen. Machen wir mal. Ja.
sagt uns hier, dass die Fusionszellen fehlen. Noch benötigte Waren. Aber leider nicht das, was ich suche. Da müsste ich wohl tatsächlich mal irgendeinen Massengut-Transporter, den ich zufällig übrig habe. Das ist dein Auftrag. Hier mal herholen, also die Gigurum, die Rahanas Massengut. Da müssen wir unbedingt mal einen Namen geben. Mal herholen, damit die vielleicht hier die Hälfte, also ich glaube, die hat es der 10. Da könnten wir eigentlich nochmal gucken, Info. Einheiten 30. Lasten-UAVs 10, also vielleicht 5 hiervon abziehen und 5 auf die Station bringen, dass die Station auch ihre 5 kriegt. Bereiten uns auf den Erhalt der Waren vor. Das wäre mal eine Möglichkeit. Aber damit ist die Folge auch schon wieder zu Ende. Ich gucke mal, was wir in der nächsten Folge machen. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis morgen dann. Ciao.